Du musst unbedingt diese Fehler vermeiden, damit du zu FC 25 wirklich perfekt reinstartest. Freunde, ich weiß, ihr seid gehypt, ich bin auch gehypt, aber verkackt euren Anfang nicht. Hört auf jeden Fall zu, weil die Fehler, die ich nenne, machen auf jeden Fall sehr viele von euch. Und dann wundern sich viele, wieso sie anfangs keine Coins haben. Ob du RTG-Spieler bist oder Pay-to-Win, hört zu. Erstmal sehen wir auf jeden Fall den geleakten Kalender von EA, das sollte zu 99% stimmen. Das sind auf jeden Fall die Daten, die Web-App sollte auf jeden Fall am 17. kommen, das erste Team of the Week am 18. Companion-App am 19. und am 20. ist ja der Ultimate Edition Release. Ich gehe mal davon aus, dass sehr viele von euch die Ultimate Edition bestellt haben. Und wir gehen auf jeden Fall zum ersten Punkt. Bitte hört bei diesen Anhaltspunkten zu und lasst schon mal ein Abo und Like da. Ihr wollt auch endlich die teuersten Spieler kaufen, aber wisst nicht wie? Da stellt euch meinen Partner Lootbar vor. Da findet ihr die günstigsten, besten und die sichersten FIFA-Coins. Einen Chat-Support, der 24/7 aktiv ist für euch. Und über den Link in der Beschreibung spart ihr mit dem Code ENZAR nochmal 8% Rabatt. Dafür einfach bei Coupon nur ENZAR eingeben und dann funktioniert das Ganze. Und nicht vergessen, zu FC25 wird Lootbar auf jeden Fall auch mit den besten, günstigsten und sichersten FIFA-Coins da. Code Enzer 8%, um absolut sichere FIFA-Coins zu holen. Die erste Frage ist natürlich, ey Enzer, 4600 Points, was soll ich damit machen? Ganz schnell und einfach beantwortet. Anfangs mit den Points kannst du nur 7,5 Carpix aufmachen mit 150 Points. Klar kannst du Packlack haben, aber jeder weiß, mit diesen 4600 Points, dass du daraus was ziehst. Also es ist wirklich so gering. Ich meine, wenn ihr mehr auflädt und allgemein Geld auflädt, ich würde euch eine RTG empfehlen, dann würde ich sagen, okay, öffnet. Und ich muss euch in drei Kategorien einteilen. Sehr schlechte FIFA-Spieler, gute, mittelmäßige FIFA-Spieler und sehr gute FIFA-Spieler. Für die sehr schlechten FIFA-Spieler, die allgemein schon in FC 24 Footdraft gespielt haben und nicht mehr als einen Sieg holen, kein Footdraft. Weil für Footdraft zahlst du 300 und für 7,5 Carpex zahlst du 150. Das heißt, wenn du den ersten verlierst, kriegst du 5 Carpex und das lohnt sich gar nicht für dich. Für die guten und mittelmäßigen Spieler, die mindestens 2 Siege holen, oder 3 Siege. Ihr müsst zu 100% Footdraft spielen. Wirklich, steckt eure Points in Footdraft ein. Weil ab dem zweiten Sieg bei Footdraft kriegt ihr schon 15 Carpacks. Das heißt das Doppelte. Natürlich ist das sehr zeitaufwendig, aber besser als in 10 Minuten die ganzen Points runterzuziehen und nichts zu haben. Mit Footdraft tust du dein Gameplay noch verbessern. Du steigerst dich auf jeden Fall mal richtig rein, bis die erste Weekend League anfängt. Und zweitens, wenn du noch echt gut in FIFA bist, kannst du 3 Siege oder 4 Siege holen und kriegst unnormal klasse Packs. Und das nur für 300 Points. Deshalb, wenn du sehr schlecht bist, mit den Points Packs aufmachen, wenn du ein bisschen FIFA spielst, Spiel Draft. Der zweite Punkt, und das machen sehr, sehr viele von euch falsch. Ich denke, viele von euch kennen auf jeden Fall Easy SBC jetzt und man kann da sich schon die ein oder anderen OP-Teams bauen. Und viele von euch haben sicherlich OP-Teams gebaut. Das Problem ist aber, bitte baut euch keine Teams zum Release zu Web-App, gar nichts. Gebt nicht eure Coins aus. Ich kenne viele, die schon von der Web-App aus ein bisschen Coins machen und sich dann ein paar Spieler kaufen. Das ist dumm. Das ist dumm. Als Beispiel haben wir jetzt ein gutes Team und wir sehen hier Spieler wie Brahim Diaz, Camavinga, Eder Militao. Solche Spieler sind anfangs wirklich teuer. Und die Spieler werden zur ersten Weekend League die ganze Zeit sinken. Die ganze Zeit sinken. Wenn ihr Packs öffnet, allgemein Spieler habt, tut eure Packs oder Spieler einsparen. Gebt gar nichts aus, kauft keine Packs, gar nichts. Die Coins die ganze Zeit sparen. Und die Spieler, die ihr zieht, unbedingt behalten und überteuert reinstellen. ÜV ist vielleicht für einen von euch wirklich ein Überbegriff. Also überteuert verkaufen sollte jeder kennen. Ich habe letztes Jahr zu FC 24 Spieler wie Militao für 60k gekauft und aus Joke für 130, 140k jede Stunde reingestellt. Und ich schwöre euch, sie gehen weg. Deshalb niemals Starter-Team bauen. Also teure, du kannst dir für 20k ein Team bauen. Ja, da sagt keiner was. Aber es gibt Leute, die einfach wirklich für einen, als Beispiel, für einen normalen Tomori, für einen Tomori 40, 50, 70.000 ausgeben. Der Typ kostet nach 3, 4 Tagen 10k. Und vor allem, wenn anfangs jeder die Packs öffnet, werden die Spieler so krass sinken. Natürlich wird das wieder schwanken, aber mach diesen Fehler nicht und bitte bau dir kein teures Starter-Team. Anfangs spiel mit Leihspieler, spiel mit irgendeinem Team, weil jeder hat ein scheiß Team. Und ihr könnt auf jeden Fall meinen Partner Eneba abchecken. Momentan gibt es wirklich super Preise. 100 Euro PSN-Karte für Deutschland kostet momentan 85 Euro. Das heißt, ich spart über den Link in der Beschreibung 15 Euro und für die Österreicher gibt es momentan 50 Euro PSN-Karten mit dem Code PSN12 für 37 Euro. Deswegen checkt auf jeden Fall meinen Partner Eneba unbedingt ab. Link in der Beschreibung. 100% safe. Vermeide auch bitte den dritten Fehler. Momentan kann man bei FC 24 Packs erspielen. Hier eingeblendet. Wenn ihr jetzt noch die Zeit dazu habt, setzt euch zur Konsole und erspielt Packs für FC 25. Man denkt sich so, ey, das ist nicht wichtig, aber diese Packs können echt wichtig sein. Man kann 84 mal 5 Packs, 84 mal 2, 82 mal 10. Ey, das sind geschenkte Packs für FC 25 und ich schwöre es euch, das hilft unnormal weiter. Der nächste Punkt ist, der gehört zu den 4600 Points, aber auch wenn ihr selber Geld auflädt, okay? Ihr lädt Geld auf. Verzieht nicht eure Packs genau am ganzen Tag komplett durch. Letztes Mal ist am Release waren nur 7,5k Packs. Zwei Tage später gab es 15k Packs, 25k Packs. Das heißt, wenn du deine ganzen Points in solchen Packs 7,5k Packs reinsteckst,
ey Bro, du verkackst. Als Beispiel, dieses 25k-Pack kam original nach 2 Tagen, soweit ich mich erinnern kann, 1 oder 2 Tagen nach dem Release raus. Und jeder dachte sich, ey, fuck, wieso habe ich mit meinen ganzen Points die 7,5k-Packs geöffnet? Und 90% hat daraus nichts gezogen. Deswegen bitte wartet doch etwas mit euren Points ab. Am Anfang verpasst ihr nichts. Die ganzen Spieler werden sowieso in den ersten 2, 3, 4, 5 Tagen teuer sein. Deshalb versucht nicht alles direkt wegzuwerfen. Erspart euch ein bisschen, spielt ein bisschen Gameplay, ein bisschen aufbauen, traden, überteuert Spiele reinstellen. Eure Verträge könnt ihr auf jeden Fall teuer reinstellen. Alles Mögliche, aber nicht eure ganzen Points ausgeben. Und jetzt gehen wir zum anderen Punkt. Sollte es sein, dass ihr eine krasse Metakarte zieht. Und mit krasse Metakarten meine ich wirklich nur geisteskranke Karten. Als Beispiel diese 3 Spieler. Sollten die besten Spieler im Spiel sein, gibt natürlich noch bessere. Aber als Beispiel, ihr zieht einen Mbappé, was wirklich schwer ist. Ich meine aber nur, ihr wisst, welche Spieler ich meine. Haaland, Mbappé, Dembélé, Vinicius. Solche Spieler, die halt krass sind und auch in der Weekend League krass sind. Anfangs kosten diese Spieler, man denkt sich so, oha, die sind teuer. Aber wenn ihr solche Spieler zieht, nie im Leben verkaufen. Ey, du musst diesen Fehler vermeiden. Ich hab's mal gemacht, ich hab's mies bereut. Mbappé gezogen, ich glaube für 1,9 Millionen verkauft. Ey, ich dachte, okay, höher geht der nicht. Erste Weekend League, 3,5 Millionen gekostet. Jungs, ich schwör's euch. Vor allem FC25 Hype ist wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr real. Wenn ihr solche Karten zieht, nie im Leben verkaufen. Scheiß auf die Coins. Warte bis zur ersten Weekend League. Welche Spieler du aber verkaufen kannst, sind so Spieler, die unter 84, 83 sind. So Tomori, keine Ahnung, ihr wisst, 80, 82 Karten, die OP sind. Solche Spieler zieht man auf, deswegen verkauft diese Spieler. Simakans, ihr wisst schon, diese OP-Spieler, die ich meine. Renato Sanchez, solche Spieler. Solche Spieler unbedingt direkt verkaufen. Aber Spieler, die einen krassen Wert haben, wie Mbappé, Dembélé, Vinicius oder solche Spieler, also es gibt natürlich ein paar von euch, die unnormal Packlack haben, behaltet das unnormal. Also wirklich unglaublich wichtig. Der nächste Fehler, den viele von euch machen, ey Jungs, verbessert euch im Gameplay, verdammte Scheiße. Verbessert euch im Gameplay. Ihr seht, wenn ihr scheiße in FIFA seid, jeder von euch kann besser werden. Ihr müsst Tutorials gucken. Ich werde auf diesem Kanal sehr, sehr viele Tutorials hochladen, neben den ganzen SWBs, Pack Openings, was auch immer. Verfolgt diese Tutorials. Ich weiß, es ist nicht so unterhaltsam, Tutorials zu gucken. Aber mach den PC auf, mach dein Handy auf, mach mir nach, wie ich das mache. Und ich schwör's euch, ihr werdet besser in FIFA. So bin ich besser geworden. Ich war unnormal schlecht. Ich war wie... Bruder, ich habe maximal 11 Siege geholt. Ich habe mich hingesetzt, habe E-Sportler geguckt, habe Streamer geguckt, habe Tutorials angeguckt, habe ein paar Skills gelernt, ein paar Spielweisen, Anweisungen, Taktiken gelernt. Und ich hole 20 Siege in der Weekend League jetzt. Und ich schwöre es euch, bitte nehmt euch die Zeit und macht das. Wir gucken uns nochmal kurz den Kalender an und wir sehen auf jeden Fall, dass der Ultimate Edition Release ist am 20. Und der Standard Release am 26. 27. So, hier wird auf jeden Fall ein sehr großer Hype da sein. Also wirklich, da wird ein Hype da sein. Jeder normale FIFA-Spieler hat sich die Ultimate Edition geholt, weil keiner hat Bock, irgendwie eine Woche zu warten. Da in diesem Zeitraum mit 20. 21. also 20. bis 27. wird schon ein sehr, sehr großer Hype da sein. Aber ich denke, ab dem 26., wo die Standard Edition rauskommt, denken alle, okay, jetzt wird auch wieder der Hype unnormal hochgehen. Ich denke, da werden die Preise wieder ein bisschen runtergehen. Und ich glaube, man kann bei dem Standard-Release auch schon die ersten Spieler einkaufen, weil eine Woche danach die Weekend League ist. Aber ich kann nichts Festes sagen, Freunde. Wir beobachten den Markt. Aber wenn die Ultimate Edition rauskommt, wird der Hype sehr, sehr groß sein. Dann wird er ein bisschen langsamer. Standard Edition, dann denkt man, okay, jeder hat jetzt FIFA. Geht ein bisschen runter und dann vor der ersten Weekend League, boom. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, mir auf Twitch zu folgen. Ich heiße da nur Enstar, Jungs. Ich bin jeden Tag zu FC25 live. Ob es gute Trading-Tipps sind, wenn traden, wenn spielen, Packs auch machen, RTG haben. Also ich werde euch da auch wirklich weiterhelfen. Ihr dürft das auf jeden Fall nicht verpassen. Einfach Enstar auf Twitch und unbedingt hier Enstar FIFA mir auch auf Instagram folgen. Ja, das wird ja auf jeden Fall auch helfen. Und Jungs, bitte nehmt diese Tipps zu Herzen. Sie werden euch helfen. Ich schwöre es euch, sie werden euch helfen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, und schreibt gerne in die Kommentare, was für Videos ihr noch sehen wollt. Ab jetzt kommt Daily Content zu FC25.